Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead Season 1 auf Pelzig. Ja, wir haben jetzt rausgefunden, dass hier Lee sein Bruder als Walker liegt und der hat die Schlüssel, damit wir zu der Ware reinkommen. Aber noch können wir hier die Tür nicht aufmachen. Das heißt, ich stehe jetzt einmal so, probiere. Ah. Der will wohl immer noch nicht. Okay, dann gehen wir halt wieder rein. Okay. Total seelenlos gerade. Okay. Gehen wir wieder rein und gucken mal, ob sich da was Neues ergibt. Zeitungen hätten wir da noch. Okay. So, die zu Sarah. Better get back to it. Yep. Okay. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Rede mit Carly. Okay. Clementine. How's your finger, Clem? Noch ein Glenn kann man nämlich vorher. It doesn't hurt so much anymore. Good. Da haben wir jetzt anscheinend was nicht mitkriegt und zwar. Okay. Moment, habe ich doch nicht noch irgendwas verpasst? I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay, same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes, deal. Let me know if you need anything. Okay. Ja, wir haben anscheinend wirklich was verpasst. Und zwar kommt normalerweise Zwischensequenz, dass der Glenn sagt, er braucht Probleme, er hat Probleme bei dem Motel Inn, wo er ist. Und dass wir mal vorbeikommen sollen. Und jetzt ist es wohl leider so, dass man die Szene verpasst hat oder irgendwie nicht kumme ist. Ich kann es leider nicht sagen, aber es überspringt die Sache. Und wir können jetzt mit der Carly direkt sprechen, dass wir hier gehen. Deswegen die Sache. Wir gehen mal raus. Und helfen mal dem Glenn. Yeah. Let's go. Ja, wie gesagt, leider hat uns irgendwie die Szene hier gefehlt, warum auch immer. Aber normalerweise, wenn man hier alles erledigt hat, dann hieß es dann vom Glenn über das Walkie, er braucht Hilfe beim Motel Inn und er hat Probleme. Und dass ein paar Leute rauskommen sollen und bieten sich dann der Lee und die Carly an und die können dann rauskommen. Ja, und jetzt haben wir's. Ach, wenn wir die Zwischensequenz leider nicht haben, aber wir sind in der Story weiter. Aha. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room. I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. Oh yeah. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her with or without you. Think about it. Ja, man lässt niemand zurück. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay. Da steckt das Mädel drin, um was es geht. Und da sind ein paar Walker. Hui. Das wird nicht so leicht. Dann machen wir das mal leise, ja? Okay. Wenn du zu lange guckst, wird man dich sehen. Okay, was haben wir da? Truck. Na, dann verstecken wir uns mal da und machen uns da mal
Verschaffen uns so mal einen Überblick. Okay. Ja, mach schnell mal reingucken. Ah ja, da ist ein Schraubenzieher oder was ähnliches drin. Hey man, that drew some attention. Be careful. Die Scheibe kriegen wir auch nicht eingeschlagen. Das ist blöd. Ah, okay, das war schon das, was wir machen konnten. Okay, gehen wir nochmal rein. Ja, wenn wir das Ding hier hätten, den Eispickel oder was das ist. Das kriegen wir nicht geregelt, okay. Was haben wir da noch? Da ist noch einer. Zombie wird er sogar genannt, okay. Dann marschieren wir wieder zur Ziegelwand zurück. Während der Walker da apathisch vor sich hin glotzt. Und haben wir hier noch irgendwas? Ja, da können wir noch irgendwo hier. Zum Wohnmobil können wir noch. Huh. We're a little naked out here. Except for Carly's gun and we can't use that much. Okay. Da ist noch einer. Uah. Okay. I'm not sure I can take them both out myself, even if I had a weapon. Ha, die Lage sieht etwas verzwickt aus, die Sarah. Dann klettern wir oder schleichen wir wieder durch hier. Retten wir mal mit der Carly, was die zu Sarah hat. There's a truck over there. Maybe we can find you a weapon. Aha. Okay. Beim Truck. Tja, derzeit haben wir noch nicht wirklich was. They really wanna get into that room. Ja. They really wanna get into that room. So sieht's aus. Da ist noch ein Walker, okay. Die der können wir aufmachen. Geht auch nicht. Ein Meißel ist es. Okay. Doch rechts rum geht es doch irgendwo hier. Ah, ne. Fenster. Kämmer nicht einschlagen. Okay. Moment. Konnte man da aber nicht auch noch links gehen? Wir konnten hier noch links oder noch unten. Okay, ist in dem Fall dasselbe. Na gut. Rechts und noch oben war dasselbe hier. Ha. Wir sind nur bewaffnet mit dem Foto. Alles klar. Jetzt hat man nochmal mit der Leitsretter. We should keep looking around for weapons. Ja. Das ist ja schön und gut, dass man da was hat. Ah, da ist da was. Ein Kisser. Das schnappen wir uns. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Ja, ein Kisser ist ganz gut. Da können wir wenigstens einmal die Knarre einsetzen. Das ist wie ein Schalldämpfer, oder? Um den Schlag von so einem Scheibeeischlacher zu dämpfen. Da könnten wir jetzt theoretisch... gucken wir mal, ob wir den Kerl da nicht eventuell erkissen können. Sehr gut. Hopp. Okay, das hat kaum Geräusche gemacht. Ja, die haben nur irgendwas Kleines gehört. Das hat sie nicht abgelenkt. Hui! Damit wäre Ann Walker weg. Und dann könnten wir hier... die Handbremse raus und dann das Auto ziehen, um den zu zerschmettern. Hoffentlich ist keiner drin. Nee. Okay, müssten wir eigentlich nur Zündkerze, okay. Wer weiß, wo wir die mal gebrauchen könnten. Gang wechseln, jawohl. It's a spark plug. Spark plug. You should hold on to that. Ja, möglicherweise könnte ich die Zündkerze mal gebrauchen.
Dann schieben wir das Auto, jetzt nachdem der Gang gewechselt ist. Und dann klemmen wir jetzt do ein, den Kerl. Oh, klapp! Das ist awesome! Super Sache, die haben immer noch nicht gecheckt, was abgeht. Das Mädel greint. Gucken wir mal. Okay. Dann hoch zum Fenster hier. Und die Zündkerze zum Eischlacher nehmen wir. Let me see the spark plug. Ursula inside these things turns car windows to tissue paper. Ah. Da schneiden wir die Fensterscheibe einfach mit Porzellan auf. Oh, oder Eischlacher. Ah, nicht schlecht. Okay, das Mädel greint immer noch. Walker hat es gecheckt. Dann nehmen wir das Ding hier. That can scramble a brain pretty good. That's oh ja. Exactly what I was thinking. Spitzer. Da habe ich jetzt meine Waffe. Und wir wackeln hier rüber. Wack, 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 wack. Dann haben wir doch noch einen Walker, den wir jetzt erledigen könnten, hoffe ich. Noch Overcooker. Und dann ermessern wir jetzt erstmal in aller Ruhe. Patsch. Das war lautlos, voll Deibel. Und da haben wir einer, der teilt jetzt dasselbe Schicksal, die dich, Sarah. Yo. I'll wait for him to get closer. Okay. Hier kommt Pfeffer. Oh oh. Gut. Das ging ja noch gut. Ja, super. Dann haben wir sogar die Axt. Den Kamerad machen wir erstmal platt. Oh, voll durchs Herrn. Da holen wir uns jetzt mal einen größeren Kaventsmann. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Jawohl. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, an der Stelle mache ich erstmal meinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play The Walking Dead Season 1 Uf Pelzig. Machen's gut. Bis dohi dann. Euer Yankee.